have here Eileen Kallaskan. Wir haben hier Eileen Kallaskan, die eine Geschichte über Diskriminierung und Ungerechtigkeit bringen wird. Sie hat einen Doktortitel in Computerwissenschaft und ist in der, im Sektor für Information Technology in der Princeton University. Sie hat interessante Forschungsarbeiten getan über die Frage, als Feministin habe ich dieses Thema immer wieder, wir reden über Diskriminierung und Bias in der Sprache und wir werden nun darüber hören, wie dieser Bias und Diskriminierung auch in Technologie und Code vorkommen, weil Sprache dort vorkommt. Also, gebt ihr einen warmen Applaus, bitte. Soll ich noch 2 Minuten warten? Ah, du kannst anfangen. Okay. Ich werde jetzt 2 extra Minuten haben. Danke, dass ihr hier seid. Gut, über diese Jahreszeit mit euch zu reden. Ich freue mich immer darauf. Heute reden wir über eine Geschichte von über Diskriminierung und Ungerechtigkeit. Es geht um Vorurteil in Worteinbettungen. Ich bin also Eileen, Postdoktorandin in der Princeton University und die Arbeit, über die ich berichte, ist zurzeit in Einreichung bei einer Fachzeitschrift und ich dachte, dass dieses Thema für viele von uns sehr wichtig sein könnte, weil in Teilen unseres Lebens wir Erfahrungen machen mit Diskriminierung oder Ungerechtigkeiten durch unser Geschlecht, durch unseren ethnischen Hintergrund, sexuelle Orientierung oder nicht typischen Erscheinungen, also verschiedene Sachen. Wir werden uns diese Dinge anschauen von einer Perspektive des maschinellen Lernens und der Verarbeitung natürlicher Sprache anschauen. Zunächst mal möchte ich allen beim CCC danken, speziell den Organisierenden, den Engeln, Chaos-Mentorinnen. Ich wusste gar nicht, dass sie existieren, aber die sind da, um euch zu helfen. Assemblies, Künstlerinnen, die hier teilweise schon seit mehr einer Woche sind und dieses unglaubliche Ereignis für euch zusammenstellen. Ich möchte dem CCC danken. Dies ist das 4. Mal, dass ich hier vortragen kann. Ich habe in der Vergangenheit über die Anonymisierung von Programmiererinnen gesprochen, über Stylometry. Heute ein anderes Thema, das nicht direkt mit Anonymität verbunden ist, sondern eher mit Transparenz und Algorithmen. Außerdem möchte ich meinen Co-Autorinnen danken, bevor ich anfange. Also, eine kurze Einführung in das Problem. In der Vergangenheit, in den letzten paar Jahren, hat es in diesem neuen Feld einige neue Zugänge Richtung Transparenz gegeben. Und meistens ging es da um das Klassifizierungslevel, um darüber nachzudenken, ob der Klassifizierer falsche Entscheidungen macht, ungerechte Entscheidungen. Aber wie sieht es mit anderen Fragen des Bias im Algorithmus aus? Wie ist es denn mit Bias, der tief im Modell eingebettet ist? Also Bias, der die menschliche Kultur reflektiert und die dort vorhandenen Vorurteile. Wir können sehen, dass die Anwendungen von maschinellen Lernmodellen, zum Beispiel in maschineller Übersetzung oder Analyse von Einstellungen, wenn es um Trends in Firmenreviews geht oder im Verstehen von Filmbesprechungen. Das Wichtigste ist, dass diese Algorithmen auch gebraucht werden in Websuchen und Suchoptimierungen. Und das könnte dazu führen, dass also Filterblasen entstehen für uns alle, Milliarden von Menschen überall. Wir alle suchen im Web. Und wenn solche Sprachmodelle auch in Websuchen genutzt werden und genutzt werden in der Ausführung eurer Suchanfragen, dann hat das eben eine Auswirkung. Ich würde zuerst sagen, es gibt einige Beispiele mit kontroversem Content, die geben nicht unsere Meinung wieder. Nun erstmal eine kurze Motivation.
von Bürgern, die Polizeibrutalität des Smartphones aufzeichnen, bis hin zu Drohnentechnologie, ändert unsere Beziehung mit dem Gesetz. Big Data wird verwendet, um vorauszusagen, wo Verbrechen am wahrscheinlichsten stattfinden. Dutzende von Polizeien durch das ganze Welt benutzen diese Techniken und es heißt, dass dies etwa 30% Reduzierung erzielen kann. Also es handelt sich hier definitiv um ein Werkzeug von Rechtsdurchsetzung in der Zukunft, aber gibt es dadurch ein Problem? Das lässt uns fragen, wenn also prädiktives Policing, Predictive Policing benutzt wird, also voraussagende Polizeiarbeit, wie gefährlich ist das dann für uns, wenn dies weitere Verbreitung findet? Das Problem hier ist im Wesentlichen, dass maschinelles Lernen, Modelle dafür, an menschlichen Daten trainiert werden. Wir wissen, dass dadurch also die menschliche Kultur und menschliche Semantik reflektiert wird. Aber in dieser menschlichen Kultur sind Bias und Vorurteile enthalten. Und so können also Modelle auch diese Probleme enthalten. Das spezifische Modell, das wir anschauen werden, sind Sprachmodelle und insbesondere Worteinbettungen. Was ist das? Worteinbettungen sind Sprachmodelle, in denen ein semantischer Raum repräsentiert wird. In diesen Modellen haben wir im Wesentlichen ein Wörterbuch aller Wörter in der Sprache möglichst und jedes Wort wird mit einem 300-dimensionalen numerischen Vektor repräsentiert. Wenn wir diesen Vektor haben, können wir viele Fragen beantworten. Texte können generiert werden, Kontext kann verstanden werden und solche Dinge. Zum Beispiel, wenn man sich anschaut, wenn man sich das Bild hier anschaut, unten rechts, dann sehen wir die Projektion dieser Wörter, dieser Worteinbettungen in einer zweidimensionalen Projektion. Hier nur basiert auf Geschlechtsunterschieden, Genderunterschieden, Mann, Frau und so weiter. Wenn wir diese Modelle haben, dann können wir Bedeutungen bekommen. Wir können aber auch die Syntax verstehen, die grammatische Struktur auch von Wörtern. Und wir können uns Fragen stellen über Ähnlichkeiten von verschiedenen Wörtern. Wir können zum Beispiel sagen, Frau verhält sich zum Mann wie Mädchen zu was? Und die Antwort könnte dann sein von der Maschine Junge. Und diese Modelle verstehen nicht nur Syntax und Bedeutung, aber auch viele Analogien. Zum Beispiel, wenn Paris sich zu Frankreich verhält wie Rom zu was, dann weiß dieses System, Italien ist die Antwort. Und Banane zu Bananen, dann verhält sich so wie Nuss zu Nüsse. Warum ist dies problematisch? Worteinbettungen. Um diese Worteinbettungen zu generieren, müssen wir sehr viel Text hineinfüttern. Das kann unstrukturierter Text sein. Milliarden von Sätzen werden normalerweise verwendet. Und dieser unstrukturierte Text wird aus dem gesamten Internet eingesammelt durch ein Crawling. Wenn wir uns dieses Beispiel anschauen, sagen wir mal, dass wir Tweets einsammeln, die in das Modell hineingehen sollen. Hier ein Donald Trump-Tweet, weil Obama so einen schlechten Job als Präsident gemacht hat, werden wir keinen schwarzen Präsident für Generationen mehr sehen. Wenn sie Hillary Clinton ihren Ehemann nicht befriedigen kann, was kann sie denn mit Amerika machen? Ich würde gerne meine besten Wünsche an alle schicken, auch die Haters und Losers an einem Tag wie dem 11. September. Also, Text, der für viele von uns nicht okay aussieht, geht in dieses neuronale Netzwerk und generiert dann eine Worteinbettung und den semantischen Raum. In diesem Talk werden wir vor allem über die Arbeit sprechen, über Word2Vec, das ist Googles Algorithmus zur Worteinbettung, und wir werden auch an Glove, einen Blick auf Glove werfen aus Stanford, von Forscherinnen aus Stanford. Dies ist das Code, der downloadbar ist online, Open Source Projekte, beide Modelle und der Code, mit denen das trainiert wurde. Diese Modelle werden also, wie gesagt, in Textgenerierung verwendet, in der automatischen Sprachgenerierung, wenn also ihr Spam-Anrufe bekommt, die maschinell sind, dann wird das oft mit solchen Modellen generiert. Maschinelle Übersetzung, Analyse von Einstellungen, Gefühlen, die Erkennung von benannten Entitäten.
und Websuche. Und es wird auch als ein Service bereitgestellt zur Verarbeitung natürlicher Sprache. Google hat die Cloud Natural Language API vorgestellt zum Beispiel. Und wir haben gesehen, dass dies Probleme haben kann, wenn der Input schwierig war. Zum Beispiel als Ergebnis, der Output kann sehr problematisch sein. Wir hatten hier dieses Beispiel. Microsoft hatte diesen Tweetbot, Tay. Der wurde dann nach einem Tag schon wieder vom Netz genommen, weil leider entwickelte sich Tay in einen Hitler-liebenden Sexroboter. Was hier also zum Beispiel gesagt wurde, es wurde hier einfach schmutzige, verrauschte Informationen hineingefüttert, um Tricks damit zu spielen. Und der Bot lernte dann sehr schnell, ich bin so ein schlechter, naughty Roboter. Unterstützt du Völkermord? Ja, das tue ich. Solche Dialoge fanden statt. Ich hasse eine bestimmte Gruppe von Leuten. Ich hoffe, wir könnten sie alle in Konzentrationslager stecken. Hitler hatte recht. Ich hasse die Juden, sagte der Roboter. Ich hoffe, dass der 11. September und Hitler einen besseren Job getan hätten. Donald Trump ist die einzige Hoffnung, die wir haben. Naja, das wurde tatsächlich Realität, aber das wurde also dem Roboter, der Roboterin ungeschoben. Hasse Feministen, sie sollten alle sterben und in der Hölle schmoren, zum Beispiel. Dies ist nun auf mehreren Ebenen problematisch für die Gesellschaft. Zunächst einmal, dass solche Informationen ungerecht sind, nicht ethisch sind, natürlich. Aber wenn Leute solche diskriminierenden Informationen erhalten, dann werden sie dadurch negativ beeinflusst. Vor allem, wenn eine bestimmte Gruppe, die Vorurteile selbst erlebt hat, dies erlebt. Denken wir zum Beispiel an schwarze und weiße Amerikanerinnen. Die Stereotypen sagen, dass schwarze Amerikanerinnen schlechter abschneiden in akademischen Tests. Zum Beispiel hier im College-Eingangstest werden Menschen daran erinnert, dass es dieses Stereotyp gibt, dass die Schwarzen schlechter abschneiden. Das Ergebnis ist dann oft, dass sie tatsächlich schlechter abschneiden. Schlechter als dann, wenn sie nicht an diese Vorurteile erinnert werden am Anfang. Geschlechtsvorurteile. Zum Beispiel, dass Frauen nicht mathematisches Talent haben. Wenn Frauen vor einem Test an dieses Vorurteil erinnert werden, dann beeinflusst das wieder ihr Ergebnis schlecht. Wenn sie nicht erinnert werden, dann schneiden sie oft besser ab als Männer im Durchschnitt. Also was können wir dagegen tun? Wie können wir das abmildern? Zunächst einmal müssen Gesellschaftspsychologen, die solche Tests entwickeln, schlagen vor, dass man sich bewusst sein muss, dass es Bias im echten Leben gibt und dass man dem entgegen werden muss durch das Vorstellen von positiven Alternativen. Nicht nur positive Beispiele zeigen, aber proaktive Schritte einleiten, nicht nur auf dem kulturellen Level, sondern auch auf dem strukturellen Level. Wie können wir dies für Maschinen tun? Zunächst, um sich eines Bias bewusst zu sein, brauchen wir Transparenz der Algorithmen. Und um dem Bias entgegenzuwirken, müssen wir verstehen, müssen wir in der Lage sein, das zu quantifizieren in den Modellen. Wie können wir also Bias messen? Wir reden hier nicht über einfaches Maschinenlernen, maschinelles Lernen, wir reden über gesellschaftliche Vorurteile, die dann im Output entscheiden, der einfach tief eingebettet ist. Zum Beispiel im Jahr 98 ein Test entwickelt wurde, der Implicit Association Test, also der Test über implizite Annahmen, der also Aufmerksamkeit schafft für Vorurteile, denen wir uns oft nicht einmal bewusst sind. Mit verschiedenen gesellschaftlichen Gruppen, verschiedenen Vorurteilen wurde dies durchgeführt und die Art, das zu testen, ist also recht einfach. Es braucht nur wenige Minuten. Man klickt einfach den linken oder rechten Knopf. Wenn man den linken Knopf klickt, dann muss man weiße Begriffe über Weiße mit schlechten Begriffen und
und mit Schwarzen und Vorteilhaften und umgekehrt. Und man schaut sich dann die Latenz an und durch das Latenzparadigma sieht man, wie dicht die Assoziation ist von diesen Konzepten, was weiße Menschen, wie stark die mit gut oder schlecht assoziiert sind. Man kann also diesen Test auch online durchführen. Millionen von Leuten haben ihn durchgeführt und es gibt auch eine deutsche Version. Am Ende der Folien zeige ich euch auch meine deutschen Beispiele für deutsche Modelle. Wir nehmen also Wortassoziationen, Worte, die bestimmte Gruppen von Menschen repräsentieren, und Worte, die bestimmte Vorurteile repräsentieren, und wenden dies an in semantischen Modellen durch. Wir haben nun diesen Word Embedding Association Test entwickelt, um implizite Verbindungen zu berechnen zwischen sozialen Kategorien und bestimmten wertenden Attributen. Wenn wir jetzt über Effektgröße von Bias sprechen, dann ist das die Menge von Bias, die wir entdecken können im Modell. Es gibt da eine Skala von -2, gar kein Bias, 0 neutral und 2 Bias in der Gegenrichtung von dem, was wir eigentlich anschauen. Ich werde jetzt nicht die Details besprechen. Man kann das Paper, den Aufsatz auf meiner Website sehen mit den Beispielen. Aber wir berechnen auch statistische Signifikanz, um zu sehen, ob die Ergebnisse in der Nullhypothese auch signifikant sind oder ob das zufällige Effekte sind. Und dadurch erzeugen wir eine statistische Verteilung und bekommen so sehr genaue Werte. Wir haben auch den Worteinbettungsfaktische Verknüpfungstest. Da geht es nicht wirklich um Bias, sondern wie Worte miteinander verknüpft sind. Und wieder können wir uns die Details in unserem Paper dazu ansehen. Ich fange einfach mit dem ersten Beispiel an, wo es darum geht, Fakten über die Welt einzusammeln. Was wir gemacht haben, ist, dass wir in den Zensusdaten der 1990er gegangen sind und wir so berechnen konnten, wie viele Leute die Anzahl von Namen in einer bestimmten Anzahl von Männern und Frauen. Wir haben 50 Namen genommen und einige waren 0% weiblich, manche waren fast 100% weiblich. Und dann haben wir unsere Methode da angewandt und dann konnten wir sehen, wie sehr ein Name mit einem Geschlecht zugeordnet wird. Das hat eine 48% Korrelation mit der Grundwahrheit der Zensusdaten der 1990er Jahre. So sehen die Namen aus. Zum Beispiel oben links fast 100% männlich und Carmen ganz unten ist fast 100% weiblich. Und Jean ist ungefähr in der Mitte. Und dann wollten wir sehen, ob wir Statistiken über Beschäftigung bei Frauen ziehen konnten. Da haben wir diese Webseite, die das jedes Jahr veröffentlicht, wer in welcher Beschäftigung tätig ist. Wir haben hier Top 50 Namen Beschäftigung und wir konnten dann sehen, wie sehr die mit Weiblichkeit assoziiert wurden. Und hatten wir 90% Korrelation mit den 2015 Daten. Wir konnten sagen, wenn wir nach oben gucken, ist ein Programmierer fast 0% weiblich. Und ja, Nurse, also Pflegerin, das ist dann fast 100% weiblich. Das ist wieder problematisch. Wir können Statistiken über die Welt herausziehen, aber diese Statistiken werden verschieden benutzt. Das ist dieses Übersetzungsbeispiel, das wir haben. Zum Beispiel werde ich von einer geschlechterlosen Sprache in eine geschlechterbesetzte Sprache übersetzen. Türkisch ist eine geschlechterlose Sprache, da gibt es keine Geschlechter. Alles ist ein Ist, es gibt keinen Er oder Sie. Und wenn wir das
versuchen zu übersetzen. Er oder sie ist ein Rechtsanwalt, dann wird das ein Er ist ein Rechtsanwalt. Und es ist dann Sie ist eine Pflegerin. Und Männer bekommen so die, oder werden assoziiert mit den Jobs, die mehr Prestige versprechen oder mehr in einem höheren Rang angesetzt sind. Er oder sie ist ein Professor, er ist ein Professor, er oder sie ist ein Lehrerin, sie ist eine Lehrerin. So zieht sich da durch, zum Beispiel ist Deutsch noch mehr gegendert als Englisch. Wir haben es versucht mit Doktor. Und das wird dann er. Pflegerin wird dann sie. Mit Slawisch, die noch gegenderter ist. Doktor ist immer männlich und Pflegerin ist immer weiblich. Und danach wollten wir sehen, welche Biases wir daraus ziehen können, außer den faktischen Statistiken. Und wir wollten universal akzeptierte Stereotypen nehmen, damit meine ich, die sind so verbreitet, dass sie nicht wirklich als Vorteile angesehen werden, sondern einfach als normal oder neutral. Und das sind Sachen wie Colors being considered pleasant, Farben, wie nett sie sind, oder Insekten, wie nett wir sie finden und so weiter. Und in diesem Fall mit Blumen, die angenehm sind. Jetzt hat der Word-Einbettungs-Assoziationstest mit einer sehr großen Signifikanz und einer großen Sample-Size halt sagen können, dass das halt so passt. Und hier ist das die Effektgröße 1,35 für Blumen. Und wenn wir die Konfektseite berechnen, dann ist das eine große Effektsize. Und das ist halt sehr große und signifikante Effekte, wenn wir diese Biases berechnen. Für Musikinstrumente wieder ist das wieder sehr hohe positive Effektsize. Und das letzte Beispiel sehen wir uns Rassen- und Gender-Stereotypen an. Und da sehen wir, dass wir diese Grundlevel-Experimente, dass wir da das Wort in Soziologie benutzen. Also haben wir einen Boden, auf dem wir mit Kategorien und so weiter aufbauen können. Und wir konnten das replizieren mit allen impliziten Assoziationen, die da draußen waren. Wir haben das für weiße und schwarze Menschen probiert und weiße wurden mit was Gutem verknüpft, mit einer großen Effektgröße. Und Männer mit Karriere und Frauen mit Familie. Männer mit Wissenschaft und Frauen mit Kunst. Und wir wollten auch sehen, wie es aussieht mit Stigmata für ältere Menschen oder Menschen mit Erkrankungen. Junge Menschen werden als angenehm gesehen, ältere eher nicht. Und bei physikalischer Krankheit gegen mentale Krankheit können wir dann sehen, wie gefährlich wäre das, wenn Doktoren das so nehmen würden. Für eine physische Krankheit wird dann gesehen, dass es kontrollierbar, während eine mentale Krankheit als unkontrollierbar gesehen wird. Wir haben das dann noch gesehen, ob das dann noch Stigma oder Transphobie gibt. Und wenn wir das gemacht haben mit diesem Test, wie es aussieht mit Heterosexuellen gegen homosexuelle Menschen, dann sind heterosexuelle Menschen wieder als angenehm wahrgenommen. Und heterosexuelle Menschen, also straight als Slang, werden als angenehm wahrgenommen, während transgender Menschen als unangenehm wahrgenommen werden mit einer großen Effektgröße. Wir haben ein großes anderes deutsches Modell genommen, das durch ein paar Milliarden Sätze kalkuliert wurde, und wir wollten sehen, ob es da ähnliche Biases gibt in diesen Modellen. Und haben uns die basischen Sachen mal angesehen, die gut erreichbar waren, und wir hatten für Männer und Frauen wieder
dass Männer sehr viel mit, mehr mit Karriere assoziiert werden und mit Wissenschaft. Und die, der deutsche implizite Assoziationstest hatte auch Fragen zu Nationalismus und so weiter. Da war eins über Stereotypen gegen Türken, die in Deutschland wohnen. Und wenn ich diesen Test gemacht habe, habe ich überraschterweise herausgefunden, dass ja auch das gibt eine große Effektgröße, dass auch türkische Menschen als unangenehm wahrgenommen werden und deutsche Menschen als angenehmer. Und die sind alle auf der Webseite findbar. Ihr könnt die Tests auch selber durchführen. Wenn ich das gemacht habe, konnte ich immer sehen, war ich immer überrascht, wie gut diese Ergebnisse waren. Deshalb könnt ihr das vielleicht auch machen. Ich habe ein paar Diskussionspunkte, bevor ich meinen Talk aufhöre, beende. Ich bringe vielleicht ein paar mehr Ideen. Zum Beispiel, was für eine Maschinenlernexpertise brauchen wir für eine algorithmische Transparenz? Wie können wir Bias runterschrauben und dabei die Nützlichkeit erhalten? But then, would you be able Bias entfernen und wie können wir das reduzieren und immer noch statistische Erkenntnisse über die Welt gewinnen? Wie lange sind diese Vorurteile noch zu merken, zum Beispiel Ansichten über Ost- und Westdeutschland? Ich habe nicht herausgefunden, ich habe diese Vorurteile nicht gefunden, finden können über Ostdeutschland. Ist das deshalb, weil diese Stereotypen jetzt inzwischen zu alt sind und nicht mehr in der Sprache zu finden sind? Das ist eine gute Frage. Wie lange erhält sich Bias in einem sprachlichen Korpus? Oder weil wir wissen, dass es Stereotypeneffekte gibt. Wenn wir Vorurteilsmodelle haben, gibt es dann einen Schneeballeffekt, weil Menschen diesen Bias wieder ausgesetzt werden und sich das Training verstärkt und Menschen dann wiederum weiter stärker beeinflusst werden. Gibt es also so eine Art von Schneeballeffekt? Und was für politische Handlungen müssen wir durchführen, um Diskriminierung zu beenden? Wir wissen, dass maschinelles Lernen als Service angeboten wird und von Millionen von Menschen täglich benutzt wird. Ich möchte euch danken und bin jetzt offen für eure interessanten Fragen. Wenn ihr den Aufsatz komplett lesen wollt, ist er auf meiner Webseite zu finden. Das Papier, das Aufsatz ist noch nicht auf GitHub, weil ich noch auf Feedback vom Magazin, von der Zeitschrift warte. Ihr könnt immer meinen Blog auch anschauen für neue Erkenntnisse und für eine Kurzversion meines Aufsatzes mit einer Zusammenfassung. Vielen Dank dafür. Thank you, Aline. Thanks. So we come to the questions and answers. We have 6 microphones that we can use now. It's this one, number 5 over there, 6, 4, 2. Wir haben hier ein paar Mikros frei und ich gehe mal so ein bisschen hier rum und dann nach vorne. Bis hier nach vorne, okay? Ihr habt 5 Minuten. Also, Nummer 1 bitte. Also, ist das an? Ich frage mal ganz naiv, was oder wieso ist das wichtig, dass da ein Bias ist? Also, zunächst einmal, dies zunächst mal entdecken zu können, ist schon ein Beitrag. So können wir sehen, was für eine Art von Bias existiert in der Gesellschaft. Und das andere ist, wir können vielleicht eine Hypothese aufstellen, dass die Art, wie wir Sprache lernen, darin besteht, dass oder enthält, dass wir auch Bias oder Voreingenommenheiten auch zu Leuten bringen. Ich persönlich möchte nicht in einer Gesellschaft mit Voreingenommenheit, zum Beispiel über Geschlechterfragen, über Gender leben. Denn dies führt zu Ungerechtigkeiten. Yes, number 3. Nummer 3, bitte. Ja, vielen Dank für den Talk. Das war sehr nett. Ich denke, es ist sehr gefährlich, weil das so der Sieg der Mittelmäßigkeit ist. Die statistische Mitte wird einfach so die Guideline sein, an denen sich unsere Gesellschaft entlang entwickelt. Und was ist mit diesen ganzen verschiedenen Kulturen? Selbst in dieser Gesellschaft haben wir das.
mit anderen Sprachen und anderen Biases als andere. Die Chaoskultur zum Beispiel hat eine eigene Sprache, fragt er. Wie wirkt sich aus? Hast du da eine? Das ist eine sehr gute Frage. Es ist ähnlich zu dem Punkt, dass verschiedene Kulturen verschiedene ethische Perspektiven haben können und deswegen auch verschiedene Arten von Voreingenommenheit, Bias. Am Anfang habe ich eine Folie gezeigt, über die Notwendigkeit des De-Biasing gezeigt. Und ich denke, dass Menschen beim CCC unter denen sind, die vielleicht am besten in der Lage sind, diese Dinge auf struktureller Ebene zu verändern, insbesondere für den maschinellen Bereich. Deswegen ist es wichtig, sich bewusst zu sein und immer menschliche Kontrolle zu haben, menschliches Kümmern zu haben. Also wir brauchen immer einen ethischen Menschen und müssen versuchen, also die Werte aufrechtzuerhalten. Nummer vier, bitte. Hallo, danke. Das war sehr interessant. Sehr großartig. Am Anfang hast du beschrieben den Prozess, wie man Wörter in numeralische Repräsentationen konvertiert. Wenn ich das versuche mit Stift und Papier in Sprache, wonach würde ich dann suchen? Welche Beziehung von Wörtern würde ich suchen, um diese Vektoren herzustellen? Das habe ich nicht ganz verstanden. Ja, das ist eine gute Frage. Ich bin hier nicht ins Detail gegangen, wie diese Algorithmen funktionieren, ob es noch alleine Netzwerke sind oder was auch immer. Es gibt einige Algorithmen und die im Wesentlichen schauen sich Kontextfenster an, also die Wörter, die herum in der Nähe sind. Gibt verschiedene Zugänge hier. Auf jeden Fall ist es so, dass das Kontextfenster, in dem das Wort erscheint, berücksichtigt wird. Was wird meistens assoziiert mit diesem Wort, ist die Frage. Und sobald man das also in den Algorithmus hineingibt, dann erzeugt der Algorithmus diesen numerischen Vektor. Nummer zwei, bitte. Vielen Dank für den netten intellektuellen Talk. Meine Muttersprache ist auch geschlechtslos und ich weiß, verstehe die Hälfte von diesem Biasing-Zeug in Europa nicht wirklich. Was ich fragen wollte ist, wenn wir den Koeffizient 0,5 haben, das wäre das Ideal. Was würdest du denken? Sollte da eine Institution in jeder Gesellschaft sein, die versucht, die Bedeutung der Wörter zu verändern, sodass die ein statistisches 0,5 annähern? Ja, vielen Dank, eine sehr, sehr gute Frage und ich arbeite an solchen Fragen tatsächlich gerade. Viele PhilosophInnen, feministische schlagen oder meinen, dass der männliche Einfluss in der Sprache überwiegt, sodass Frauen sich nicht so gut ausdrücken können, wie Männer es können. Aber es gibt auch Ergebnisse, in denen es heißt, dass Frauen diejenige sind, die die Entwicklung der Sprache vorantreiben. Es ist also nicht so klar, was hier passiert. Und wenn wir uns jedenfalls Sprachen und verschiedene Modelle anschauen, wenn ich die versuche, die Assoziation mit Gender mehr anzuschauen, dann haben wir also 200.000 Menschen in der Sprache, die eine sehr enge Verbindung zu männlichen Konzepten haben. Ich weiß nicht genau, wie das aufgelöst werden könnte. Es geht um eine Änderung der Häufigkeiten in Sprache. Selbst wenn Kinder Sprache lernen, wenn sie etwas sehen, bilden sie eine Semantik und dann sehen sie die Häufigkeit dieses Wortes, verbinden es mit der Semantik, bilden Cluster und machen dann daraus dann Sätze oder Grammatik. Also auch Kinder, die schauen sich Häufigkeiten an, um dies in ihren Gehirnen dann zu formen. Das ist also eng an dem neuronalen Netzwerk, das haben. Wenn nun die Häufigkeiten, die wir sehen, für Männer und Frauen einen Bias haben, dann ist es sehr schwer, das zu ändern. Wir brauchen also kulturelle und strukturelle Änderungen. Und wir haben hier noch keine Antworten auf diese Fragen. Eine sehr gute Forschungsfrage. Vielen Dank. Leider haben wir nicht mehr Zeit für mehr Fragen.
Aber vielleicht könnt ihr ihren hinterher noch Fragen stellen. Danke fürs Hören der Übersetzung. Eure Übersetzer waren Sebastian oder Sebalis und Sirenen sagen. Und gebt uns bitte Feedback, Hashtag auf Twitter C3T. Und wir haben auch einen Twitter-Account.